Hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Ich weiß, ich brauche mich sicher nicht zu fragen, bei euch ist es bestimmt genauso heiß wie bei mir. Also es ist wirklich schrecklich, da denkt man echt, da kocht einem das Gehirn im Schädel. Gestern, wenn ich mal so ein bisschen privat erzählen darf, habe ich angefangen, ja, die Klimaanlage in die Küche zu schaffen. Ja, die Skepsis meiner Katzen war natürlich riesengroß. Die kleine Skadi hat sich verdrückt und Loki hat so ein bisschen schon mal nachgeschaut. Und heute dachte ich, es nützt nichts, es ist so heiß in der Hütte, ich muss das Ding laufen lassen. Naja, dann waren sie natürlich erst weniger begeistert. Aber siehe da, der größte Angsthase liegt natürlich jetzt davor. Geräusch ist egal. Ja, Hauptsache kühle Luft, obwohl ich die natürlich nach oben gestellt habe, dass sie nicht voll im Wind sind, dass sie nicht erkältet sind. Aber der größte Angsthase liegt heute in der kühlen Luft. Also hat die kühle Luft wohl die Angst überwogen. Und trotz Geräusch und was da auch immer für die Katzen unangenehm ist, die kühle Luft überwiegt es. Na, das wollte ich euch kurz erzählen, was eigentlich eine nette Geschichte ist, wenn man das so ein bisschen mit den Katzen erlebt. Ja, und dann habe ich gestern Abend was gesehen und vielleicht kann mir einer helfen, der ebenfalls hier in der Nähe von Leverkusen wohnt. Und zwar, ich wohne so in der Flugschneise, also von mir aus dem Fenster gesehen, kommen die Flugzeuge so mir entgegen und fliegen dann so über mein Haus hinweg. Und gestern Abend, so circa 22 Uhr, war es vollkommen anders. Da ist ein Objekt, ich kann es nicht anders sagen, von rechts nach links über mein Fenster geflogen, verhältnismäßig langsam und hatte keine Positionslichter, war aber deutlich mit Licht, so hellem Licht zu sehen. Und ich dachte erst an Hubschrauber und mache dann das Fenster ganz auf, muss natürlich da immer gucken, dass die Katzen da nicht rausspringen. Habe aber überhaupt kein Geräusch gehört, kein Flugzeuggeräusch, kein Hubschraubergeräusch. Und von der Entfernung, weil ich die schon ganz gut einschätzen kann, durch die nahenden Flugzeuge, die immer bei mir drüber fliegen, schätze ich mal so einen Kilometer. Und da höre ich auf jeden Fall immer das Flugzeug oder den Hubschrauber. Und der ist so wirklich so quer durch die Flugbahn geflogen und relativ langsam. Ich habe drauf gehofft, dass er auf einmal schwupp und ist weg, aber es ist nicht passiert. Er ist dann einfach mit der gleichen Geschwindigkeit weitergeflogen. Ich habe zwar mit dem Handy ein Foto gemacht, aber darauf erkennt man gar nichts, deswegen kann ich euch das jetzt nicht so zeigen. Aber wenn vielleicht einer hier in der Nähe wohnt und hat irgendwas Ähnliches beobachtet, würde ich mich einfach mal freuen, wenn er sich mal über die Kommentare meldet. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz erzählen. Ja, dann tauchen wir mal ein in die Götterwaffen bzw. in die Mythologie dazu. Ich habe da so ein bisschen recherchiert, also es ist ein sehr umfangreiches Thema, wenn man da wirklich tief einsteigt. Also das geht quer durch alle, ja, Dynastien, wie soll ich sagen, in allen Ländern her haben die Götter immer Waffen gehabt. Ich habe mal so die wichtigsten rausgesucht. Wenn man jetzt in die griechische Mythologie geht, dann kommt einem natürlich Poseidon mit seinem Dreizack oder auch hier der, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Zeus, der seine Blitze schleudern konnte und noch einige andere Götter in der griechischen Mythologie, die ebenfalls Waffen benutzt haben. Wie jetzt auch hier Hermes, der zusätzlich zu seinem Heilstab, sag ich mal, der ja auch heute noch immer das Symbol der Heilung ist, oder die Apotheken verwenden es ja auch noch, plus natürlich das Rote Kreuz. Und den Ursprung vom Roten Kreuz kennt ihr hoffentlich, haben wir ja schon mal drüber geredet. In jedem Fall, er benutzt ja sogar noch Schuhe, mit denen er halt fliegen kann. Also die sind immer recht gut ausgestattet, technisch würde ich sagen, weil ich das in jedem Fall als technische Sache ansehe. Und in der indischen Mythologie ebenfalls, die meisten haben Stäbe mit drei Zacken. Weiß nicht genau, warum die alle die Stäbe haben. Ich denke mal, es ist einfach von der Handhabung einfacher. In jedem Fall sind es immer verheerende Blitze oder Energiestrahlen, die die da aussenden können. Und die indischen Götter sind ja so vielfaltig und so vielzählig. Also darüber müsste man ja einen eigenen Beitrag machen, nur um da einmal durchzublicken. Ich habe früher die Bhagavad Gita gelesen, kennt ihr bestimmt auch.
Das ist auch ein sehr interessantes Buch. Aber um da wirklich tief einzusteigen, das dauert Stunden bei der Götteranzahl und wie die miteinander verwoben sind und so. Aber in jedem Fall, die verwenden auf jeden Fall auch viele, viele Waffen. Auch mit den Vimanas, ja, mit denen die sich bewegen, was ja die heutigen Tempel sind, die ja jetzt auch in Stein sind. Haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie das vielleicht möglich sein könnte. Auf jeden Fall, da waren die Kriege ja auch sehr verheerend und auch mit Götterwaffen. Hier auch nochmal eine große Statue, auch er hält wieder einen Stab in der Hand. Und ohne den werden die selten abgebildet. Auf jeden Fall nicht die höheren Götter. Ja, da müssen wir mal über Mose sprechen mit seinem Stab. Ihr wisst das, mit den sieben Plagen und so weiter in Ägypten. Ich dachte früher eigentlich immer, es ist nur ein hypnotischer Stab, der den Pharao so ein bisschen ja, manipuliert hat. Aber es ging dann wirklich weiter hinaus mit den Wetterphänomenen, mit den Heuschrecken und so weiter. Also denke ich auch, dass dieser Stab wesentlich stärker war als halt nur ein hypnotischer Stab, der halt die Gedanken manipuliert hat, sondern da war wirklich viel, viel mehr Macht hinter, wenn man auch nachher bedenkt, dass der Stab wohl auch das Meer in zwei Teile geteilt hat und sie da durchgehen konnten. Also das heißt, es war ein Stab der Elemente, was für mich so in Richtung Magie geht. Ja, es könnte ein magischer Stab gewesen sein, der halt durch Gedankenkraft verstärkt worden ist und dann das Resultat einfach hier in der Realität umgesetzt hat. Über Ägypten haben wir gesprochen. Ich will es nur mal kurz erwähnen, weil nicht jeder kennt ja meine Videos, alle. Das ist ja der Djed-Pfeiler und der wird halt immer abgebildet mit dem Ankreuz und mit dem Stab. Und da bin ich ebenfalls der Meinung, dass der Djed-Pfeiler die Energie überträgt, drahtlos, ja, so wie bei Nikola Tesla. Die Energie am Ankreuz, die Handfeuerwaffe und dem Stab, die Langwaffe, weitergibt und damit sie sich halt verteidigen konnten oder ihre Kriege führen konnten. Weil diese drei Symbole werden sehr oft nebeneinander abgebildet und das ist bestimmt kein Zufall. Daher denke ich mal, dass es auch da in diese Richtung geht. Dann habe ich auch schon mal das Bild gezeigt. Er hält ebenfalls ja, so einen doppelten Dreizack in der Hand und da hat dann Abonnente, wie geschrieben, das fand ich ganz nett, mit der Uhr, die man da sieht, beziehungsweise Uhr. Das ist vielleicht, weil ich sagte, es ist vielleicht eine Jagdszene, dass es vielleicht so eine Art Kompass ist und anzeigt, in welche Richtung der Jäger gehen muss, um halt seine Beute, seine Chimäre, die er halt wahrscheinlich auch selbst gezüchtet hat, zu erlegen kann. Ja, die schrecklichste Waffe, die ich gefunden habe, das ist jetzt mal ein Symbolbild. Das sind die Schicksalstafeln und da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe lange überlegt, wie das funktioniert. Und es ist so, die Schicksalstafeln sind wohl so etwas wie eine Waffe, die die Zeit manipulieren kann. Das heißt, die Ereignisse, die passiert sind, wieder zurückzuschrauben, wieder zu verändern, ja, einfach neue Zeitlinien präsentieren kann. Und da wurden auch die verheerendsten Kriege geführt, in der mesopotamischen Götteranalogie. Ich glaube, die waren sogar noch schlimmer wie die Kriege in Indien. Und wenn man die Waffe versteht, dann versteht man auch, warum die das gemacht haben. Und ich habe lange überlegt, ja, wie funktioniert das? Weil ich habe von einer ganz anderen Seite gehört, dass die Aliens hingegangen sind und haben angefangen, den Menschen diese Tafeln abzukaufen. Und die waren ja, fast froh, den alten Schrott loszuwerden, ja, weil es ja nur Steintafeln sind, bis sie darauf gekommen sind, dass sie im Hyperraum eine ganz andere Aktivität haben. Und dann haben sie halt angefangen, die Sachen nicht mehr zu verhökern oder vielleicht auch nicht mehr so billig. Und das muss man sich ungefähr so vorstellen wie ein Tablet unterm Handy. Ohne Strom ist da nichts zu machen, nichts zu sehen. Ja, ist wie diese schwarze Tasse Kaffee, die dabei ist. Man kann überhaupt keinen Effekt erzeugen, gar nichts. Und das geht halt nur, wenn man den Schlüssel hat oder den Zugang zu diesem Hyperraum. Und dann entwickelt sich auf einmal etwas ganz anderes da heraus. Ja, man kann viel mehr damit machen, dann erst entfaltet es sich. Aber hier in dieser, sagen wir mal, grob materiellen Ebene ist es halt nur eine Steintafel. Aber mit dem richtigen Zugang, mit der richtigen Energie wird aus einem schwarzen Tablett halt etwas ganz anderes heraus. Und so wird es auch bei den Schicksalstafeln sein,
was im Allgemeinen bei all diesen Waffen wohl ist. Ich nehme auch an, dass sie durch Gene steuerbar sind, dass zum Beispiel einer, der nicht das Gen hat, XY, was auch immer, für die Waffe ist es halt nur ein Stab, ja, und kann sie überhaupt nicht benutzen. Ich denke, die werden da schon eine Sicherung eingebaut haben. Dies hier ist zum Beispiel ein Donnerkeil, den habe ich auch mal gezeigt. Der ist aus Tibet. Hier mal eine größere Version. Damit sollen auch die Götter Blitze geschossen haben und so weiter. Sie können auch das Wetter manipulieren. Also auch eine ganz interessante Sache. Und ich denke, das funktioniert alles über diese Hyperraumtechnologie. Einfach nur auch so, ja, wie bei uns in Waffen würde ich sagen, dieser Sicherheitsbügel, ja, ist der hoch oder runter, dann kann man es benutzen oder nicht. Und nur wenn man geeignet genug ist, in Anführungszeichen, dann wird einem erstmal offenbar, wie gewaltig diese Waffe eigentlich ist. Dann über die nordischen Götter. Der berühmteste vielleicht ist natürlich Thor und Odin. Hier einmal Thor. Ich sehe gerade, das Bild ist ein bisschen abgeschnitten. Schade. Aber er hat ja seinen Hammer, den er werfen kann. Mjölnir. Ja, ich glaube, Mjölnir heißt er. Der immer wieder zu ihm zurückkommt, wie ein Bumerang. Und auch diese Waffe ist auf jeden Fall, denke ich mir, gentechnisch manipuliert, weil ist ja auch in der Legende oder ihr habt ja bestimmt auch die ganzen Filme gesehen. Nur Thor konnte auch den Hammer aufheben. Jeder andere war nicht möglich, den Hammer zu benutzen, ihn aufzuheben. Ja, nur er selber konnte es tun. Und da denke ich auch, dass er gentechnisch gesichert worden ist. Und ich denke, das haben die mit vielen, vielen Waffen gemacht. Das heißt, selbst wenn man heute eine Waffe finden würde, ein Original, und das hat man vielleicht sogar, aber man kann sie nicht aktivieren, weil man einfach nicht die Gene hat. Oder man produziert vielleicht auch mittlerweile ein entsprechendes, naja, sagen wir mal, Wesen, was die Gene in sich trägt, wenn man das an Schlüssel hat, und dann kann man die Waffen benutzen. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr Hochtechnologie, die natürlich oft mit Magie und so verwechselt wird, und in ganz hohen Bereichen ist der Unterschied eigentlich auch noch kaum gegeben, weil eigentlich beides ineinander fließt. Aber auch er ist wirklich ziemlich hoch angesetzt. Aber es kommt einem halt dann immer wie Magie vor, weil man die Technik nicht versteht, die dahinter steckt. Und daher kommt eigentlich dieser Urglaube, sag ich mal. Aber diese Waffen sind für mich absolut technisch, sind für mich absolut hochentwickelt und auch gesichert, damit halt nicht irgendein Unbefangener diese Waffe benutzen kann. Und bei den Schicksalstafeln bin ich ganz froh, dass es so ist. Und andere Waffen, naja, man weiß ja nie, was die noch finden werden oder auch schon gefunden haben und versuchen es zu entschlüsseln. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder sehr nett. Ich weiß, die Zeit ist immer kostbar, gerade bei dieser Hitze. Das ist ja wirklich unmenschlich. Dann habe ich noch das Bild gefunden, das fand ich auch ganz schön. Das hat mich erinnert an die Spirale in Norwegen. Wenn ihr möchtet, dass ich darüber mal ein Video mache, weil es ist schon ein älteres Thema und eigentlich ist ja schon fast alles darüber gesagt worden, dann mache ich darüber mal ein Video über die Spirale von Norwegen, wie ich das so sehe, was da passiert ist. Ganz klar, es war auf jeden Fall kein Raketenstart, aber ich meine, da sind wir uns wohl alle einig. Ja, schreibt mir einfach in euren Kommentaren eure Meinung. Ich freue mich wie immer auf eure Fragen und hoffe bis zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, kühlt euch ein bisschen ab. Tschüss.